Hallo und herzlich willkommen zu Skyvis Minecraft Survival Folge 824. So. Also übrigens mache ich es immer noch so, dass ich aber dann kein Skript für Minecraft, also für Java w.exe oder so, wenn es da geladen ist. Also eine 12-Kern CPU. Und gerade nach dem Starten von Windows tue ich die meisten Tasks, die am meisten CPU, Threads und Handles haben, tue ich auf Kern 1 und 2 limitieren, oder genauer gesagt auf 0 und 1. Und alles, was der Schüssel startet, läuft dann immer auf dem Kern 0 und 1. Ich weiß nicht warum, aber das ist gerade gut. Und wenn das Java-Weg gestartet wird, während dem Aufstarten von Minecraft, dann mache ich gerade Set Affinity auf. Alles andere hat 0 und 1. Das heisst, das Java-Worker kommt sämtliche restlichen CPU-Kerne über. Fast ausschließlich für sich, weil ich nicht alles umstelle, aber das, was am meisten Zeugs braucht, Ressourcen. Ja. Und dann geht ich im Java W noch ein bisschen ab auf normal Priorität. Und so habe ich jetzt die Render-Distanz relativ gut aufsetzen und es ist immer noch flüssig. Einfach alles andere unter Windows läuft langsam. Zum Beispiel die Welt packen am Schluss. Zippen. Das läuft halt relativ langsam, weil es das auch wieder neue Task auf Korn. Kern 0 und 1 läuft, wo alles restliche läuft. So. Was haben wir da gemacht? Das letzte Mal, glaubt ihr da? Timer. So. Wolltest du da?
Blitzableiten vielleicht. Nur wenn es gerade regnet. Ah. Drei. Ja, wir müssen rüber. Alles blut. Bindle sieht nicht mehr, wie sie ihn abgehauen. Tja. Denen hat das doch nicht gefallen. He? Nein. Habe ich die auch nicht gesetzt gehabt? Du vorher. Da dran. Neben dran. Oben dran. Okay. So, gut. Da kommt jetzt das Gleiche hin. He? Geht's breit. Das ist falsch. Mhm. Ist gut. Da kommen wir unten dran die halbe Slabs mal zwei breit. Sieht gut aus. So, und der? Bei dem zwei Blöcke. Was haben wir da, glaube ich, schon? Zwei Blöcke wegmachen. Bett, Türen. Jetzt können wir das eigentlich hier nachbauen, so viel wir noch Platz haben. Bett.
Quiz. Jetzt können wir da halt nicht schauen. Da drüber gehen. Ah, ist schon Nacht. Ja, das ist auf dem Hinterblock. Jetzt zeige ich im anderen in. Da kommen wir den Blumentöpf drauf. Hinten an der Wand. Ah, hier rechts, die rechte Seite müssen wir ja noch machen. Ja, mal geschlafen, bevor irgendwelche Monster kommen. Also, Stellstufen-Ding, also so ein 3er-Block. Kommt da. Ein bisschen Wasser. Ja, genau. Eine zu wenig. Drei Töpfe von der Lampe, 1, 2. Etwas geht nicht auf oder so. 1, 3, 1, da sind 6. Eine ist zu viel, statt zu viel. Nein. Der auch nicht. Da. So. Hinten sind zwei Töpfe. Ja, da können wir eh nicht drauf gehen. Ja, hinten sind zwei. Vorne ist leer. Ich glaube, das ist gut so. Da kommt noch der Tisch. Falsche gsi. Und da? Keine Ahnung. Mm-hmm.
stinkt doch bestimmt nicht. 1, 2, 3, 4 ist die Türli. Eins, zwei, drei, vier. Da. Und da kommt hier der Salz gegen rauf. So. Das heißt, es lang baut. Irgendwas stimmt nicht. Vorderwand. 1, 2, 3, 4. Weiss, dunkel. Aussenwand. 1, 2, 4. Und dunkel. Weiss und dunkel. Ah, scheiß zu lang, würde ich sagen. So. Ich glaube, wir machen da alles Türli hin. Sieht besser aus. Das käme da Hinterteil und da das käme die Seite. Thank you.
Sehr schön. Perfekt. Gut. So, wir brauchen das Ablagesystem da. So, aber bei der nächsten Folge gehen wir Lehm holen für so Töpfe. Irgendwo. Muss man noch schauen, wo, glaube ich, in der Höhle noch unten hat zu laufen. Ja, also dann, Folge ist fertig. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss zusammen.